Ich grüße dich. Hallo, kommen wir zur Auflösung unseres kleinen Drum-Rätsels gestern. Ich habe im gestrigen Video einen kleinen Test gemacht. Ich habe zu ein und demselben Song einmal mit einem akustischen Drumset im großen Tonstudio eingespielt und einmal habe ich ein virtuelles Drum-Plugin über einen E-Drum getriggert und ich wollte dann herausfinden, beziehungsweise ich wollte wissen, wer herausfindet, welches Drumset welches ist. Falls du das nicht gemacht hast, dann stopp das Video hier und spring zum Video von gestern. Dann kannst du noch mitmachen bei diesem Contest hier. Ansonsten löse ich jetzt auf, welches Drumset denn jetzt welches war. Gehen wir ins Projekt. Drumset Nummer 1 war ein akustisches Drumset, das ich im Tonstudio, ich glaube mit 13 Mikrofonen, 12, 13 Mikrofonen haben wir es mikrofoniert. Mit dem habe ich das aufgenommen. Das war dieses hier. Mal im Mix. Und Drumset Nummer 2 war ein Addictive Drums Drumset. Wir hören auch noch hier mal kurz rein. Okay, gewählt habe ich hier, wie gesagt, Addictive Drums. Und von Addictive Drums, eines meiner Lieblingssets ist dieses United Heavy, heißt das. Hat wirklich, ist für Rockproduktion wirklich super cool, hat viele Presets, die du eigentlich fast schon so benutzen kannst. Und wo du gar nicht mehr viel nachstellen musst. Ja, Addictive Drums ist mein Lieblings-Drum-Studio, ist natürlich jetzt nicht besser als Superior Drummer und so weiter. Das ist immer eigentlich nur noch Geschmackssache, ne, was du lieber magst. Was ich hier bei Addictive Drums ganz gut mag, ist, dass du hier diese einzelnen Fenster hast, ja, und hier auch genaue Feineinstellungen super schnell vornehmen kannst. Das ist mehr so die Übersicht und außerdem finde ich, dass die Addictive Drum Kits so ein bisschen wilder und ungezähmter klingen als die Superior Drum Kits. Aber es interessiert mich natürlich deine Meinung oder deine Antwort. Falls du so ehrlich bist, es reinzuschreiben, hast du es erkannt? Hast du das richtige Schlagzeug rausgefunden? Und warum hast du rausgefunden, welches Drumset das virtuelle Drum-Plugin, in dem Fall Addictive Drums war, und welches das akustische Drumset war? Das würde mich interessieren, wenn du das noch in die Kommentare schreiben würdest. Ansonsten hoffe ich, dieser kleine Hörvergleichskontest hier hat dir Spaß gemacht. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial nächste Woche. Bis dann!